Willkommen zu einer weiteren Folge Fable Fortune. Wir sind jetzt gerade im Coop-Modus drin. Platziere 4 Einheiten mit Guard, wie ich mal aus als Quest. Und das ist alle Dorfbewohner verwandeln. Das bewahre ich mir mal tatsächlich auf der Hand für den Notfall. Weil ich hatte vorhin schon ein Match gegen Nostro hier, gegen den Boss gekämpft und also gespielt ist. Ist nicht gerade einfach gegen ihn. Aber die KI ist gar nicht mal so schlecht auch. Erstmal zu dem, wie das hier alles funktioniert. Man kann dem Partner hierzu, also dem Teampartner, Tipps geben. Man sieht seine Hand und wir spielen immer abwechselnd. Und wenn er seinen Zug beendet hat, dann ist er direkt der Gegner und dann kommt, bin ich dran. Und ich kann dann natürlich auch die Einheiten, die er vorher gespielt hat, spielen. Aber er kann mir jetzt auch Tipps geben, wenn er zum Beispiel, jetzt, ich mache das mal bei ihm. Hier mit. Okay, er macht es gerade bei mir. Mit diesen Ausrufezeichen. Ja, ich mach mal hier die Dorfbewohner. Oder wo drauf? Ach, Quatsch, der hat da drauf gezielt. Ja. Egal, mache ich gleich. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Ja, das Ausrufezeichen ist ja gerade zwischen den beiden Karten. Er meint wohl Master of Bacon, aber den mache ich dann nicht so, ne? Ja, hätte ich den nämlich zu... Ja, ich weiß es doch. Hätte ich den nämlich zuerst gespielt, wäre der jetzt aufgebufft worden, das war jetzt nicht so gut. Ich gebe Ihnen jetzt mal den Tipp mit dem Stack Beetle hier, den zu spielen. Der hat genau 4 Gold. Oder zweimal den 13. Nee, eigentlich ist der Käfer besser. Der kann dann direkt den 2-4er hier umhauen, diesen. Ja, Totenbeschwörer nenne ich ihn jetzt mal hier, den Depraved Kultist. Der kann nicht angreifen, beschwört aber am Ende der Runde immer so einen Toten hier, der daneben steht. Der hat Fearless, das heißt, er greift immer den mit dem größten, also höchsten Angriff an. Wenn er vom Boss kontrolliert wird, also beim Spieler, da kann man den natürlich selber steuern. So. Gut, ich spiele ihn jetzt mal. Und gib ihm Guard, dann gibt er den daneben nämlich nochmal einen Buff. Und dann hauen wir den hier weg. Und ja. Okay. Sehr wieder dran. Einen beschadeten Einheit macht er einen Schaden. Ja, das wäre schön, wenn er noch mit 2-1 reingegangen wäre. Aber die KI ist gar nicht so dumm eigentlich. Notfalls, wenn er zu starke Einheiten spielt, kann ich ja immer noch alle in Dorfbewohner verwandeln. Okay, jetzt holt er den. Er hat jetzt gerade Guard auch auf den Stack Beetle hier, auf diesen Riesenkäfer gespielt. Und ich meine, das ist so, dass wenn einer, habe ich vielleicht auch gerade schon gesagt, wenn einer das spielt, dass der andere das dann erstmal nicht spielen kann, hier diese Guard-Geschichte. Oder? Ne, doch, ich kann das spielen. Ja, wo ist denn der Hund? Jetzt mache ich nicht denselben Fehler. Master of Bacon, dann die Dorfbewohner. So. Und 2 Gold haben wir noch. Soll ich noch Dorfbewohner rufen oder soll ich... Was mal, er will, dass ich den angreife, okay. Ja, ich kann den ja nicht angreifen, der da vorne hat Guard.
Ich könnte ihn heilen, aber es wird jetzt auch nicht so viel bringen. Ich hole einen Dorfbewohner. Dann hat der Hund nämlich 4, 3 und wenn er mit seinen 3, 4 angreift, ist er auf jeden Fall weg. Okay, das konnte ich jetzt nicht vorher sehen. Pick and Trance, destroy an enemy unit with the highest strength. Das ist natürlich auch mies. In der höchsten Angriff vernichtet er einen Diener. Ich würde an seiner Stelle hier die. Kann ich Ihnen das sagen? Ne, ich will Ihnen sagen, dass er hier jetzt. Okay. 7-4, der ist jetzt ungünstig, der hat doch so viele. Der braucht nur mit einem 4-1er da reingehen und schon ist er weg. Das war jetzt nicht so gut gespielt von ihm. Naja. Hätte er die Heldenfähigkeit gemacht, hätte er den auf jeden Fall wegbekommen. Ist nämlich doof, wenn der jetzt immer stirbt, der braucht nämlich. Obwohl, jetzt ist er reingegangen, okay. Mal gucken, wie kann ich den noch waffen? Der Bandit bringt jetzt auch nicht so viel. Ich hol ihn mal hier. Da ruft nämlich noch etwas Verstärkung. Und heile uns um 3. Das ist nämlich unser gemeinsames Leben. Wenn das runter ist, dann sind wir beide tot. Das zählt nicht getrennt. Hallo. Genauso ist das mit der. Nicht genauso. Aber mit dieser gut-böse Entscheidungssache ist das auch. Ist das getrennt bei uns. Also hier können auch ein guter und ein böser Held miteinander spielen. Gucken. Deal 3 Damage, was hat er denn? 6-6. Eulogy and 1 to Inches. Nee, warte, was macht er denn? Ah, das war nicht so gut. Bei diesen Eulogy, da ist das nämlich so, wenn eine Einheit stirbt, dann kann man das machen, oder? Doch, das war doch so. Kann ich das hier irgendwo nochmal nachlesen? Nee, gerade nicht. Eulogie. Ah. Den Treff. Ist nicht ganz so optimal. Wäre eigentlich. Hoffentlich geht er mit einem 2-1er zumindest rein. Nee, er geht mit allen Kleinzeug da rein. Okay, das war total dämlich. Okay, den kann ich ja jetzt vor früh wegnehmen. Und der hat dann nur 2-1er auf dem Feld. Kann ich ruhig, ja. Brauche ich jetzt keinen Guard machen, großartig. So. Der Bandit ruft jede Runde nochmal einen kleinen Banditen hier so. Ja, so Rekruten, sowas. Einen trainierenden Banditen. Nikola ist. Da steht jetzt nochmal Eulogie. Ziska does something extra when you play it from your hand if a unit died this turn. Nein, jetzt macht das schon wieder. Es muss doch erst eine Einheit sterben. Warum? Ah. Na gut, der testet das Spiel vielleicht auch erst zum ersten Mal und. Ah, okay.
glaube, der hat auch so ein Anfängerdeck noch, also so ein Anfangsdeck. Ja, mit diesem Rock-Troll, diesem Stein-Troll da. Ja. Nee, jetzt geh bitte nicht mit dem 4-4er rein. Okay, ich dachte schon. Das wäre bitter gewesen. Was hat er jetzt gemacht, der 4-3er Fearless? Kopiert sich irgendwie immer unsere Heldenfähigkeit, kommt mir so vor zumindest. Okay. Ich gehe mit ihm da rein, der überlebt dann nämlich mit 1 noch. Und das sind Banditen, bei denen bringt das nicht viel. Okay. Man hat auch gerade genau den Pfad gesehen, was er wollte. Also er wollte, dass ich mit dem 5-3 den 4er hier angreife. Okay. Ah, da muss ich aufpassen. So, gehe ich mal mit den beiden. Ja, ich mache schon. Ja, ich mach ja schon. Jetzt. Der ist ja gut. So. Den Truffle Hunter und das Schwein schicken wir dann auch nochmal da rein. Und was ist hier den Dorfbewohner hoch? Na, das ist mies. The end of your turn deal 4 damage to enemy unit with the highest strength. Arise. Ja, nicht so gut. 9-8er. Ich würde sagen, mach den Troll. Und ansonsten erstmal nichts. Kann ich ihm auch sagen, er soll aufhören zu leveln. Oh, jetzt rennt er da mit allen möglichen rein, das ist äußerst unangenehm. Ich kann jetzt gleich nicht so viel machen, ich kann alle in Dorfbewohner verwandeln, was jetzt hier nicht gerade so optimal wäre. Mad Mayonnaise. Oh weh. Ah, das tut weh, das tut weh. Obwohl, ich kann ja. Doch, ich kann überhaupt nicht. Ah, der hat Guard. Karten. Jetzt wärmt er uns hier voll mit seinem Zeug. Wird es auch nicht so viel bringen, die in Dorfbewohner zu verwandeln, denn sind dann. Oh nein, jetzt schmeißt er da einfach alles rein. Na gut, was soll er machen. Ziemlich egal, welchen Weg wir wählen. Ich glaube, das hier ist entschieden. Okay, den schmeißt er noch ein. Oh! Ja, nee. 2 Leben ist... Ey, das ist doch... Der hat aber auch genau zur rechten Zeit die richtigen Karten im Boss.
Tiere, 4 Einheiten. Midgard, ja, ist eigentlich so ziemlich egal. Alle in Dorfbewohner verwandeln, das ist... Ich glaube, das ist so ziemlich egal, was wir jetzt hier machen. Ich baue den jetzt noch ein bisschen hoch und gebe den Guard, ansonsten weiß ich nicht. Was hat er? 7-4. Zeltenfähigkeit, wenn man 3 kontrolliert. Dashing Groups. Ist das ein Dashing? Nee. Das wäre jetzt schön, wenn der Gegner einfach gar... Ach komm, jetzt wirf du nicht alles weg. Okay, es kommt auch wirklich auf den Co-Partner hier an, also alleine kann man hier nicht viel reißen. Na, was macht er jetzt? Schade. Ach, was war das denn jetzt? Hat er einen Schuh geworfen oder was war das? Ja, das. Und nee, da ist nur ein Hin und Her, das schaffen wir nicht mehr. Oh, naja. Nee. Ich gehe mal hier raus. So eine Inhalterei. Nee, das wird nix. Das dauert extrem lang, bis man hier. Bis das Aufgeben mal reagiert. Something went wrong, please send us an. Okay, der Aufgebe-Button hat einen Error oder was? Jetzt. So, das war auf jeden Fall ein erster Blick in den Coop-Modus von Fable Fortune. Und ich würde dann mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.